Hi Leute, diesmal haben wir einen E-Book-Reader für euch, und zwar den Pocketbook Touch 622. Freundlich zur Verfügung gestellt von Legalo. Bei Legalo gibt es für Schüler, Studenten und Lehrer bis zu 99% Rabatt, also schaut ruhig mal vorbei. Schauen wir uns erstmal die Verpackung an. Hier seht ihr schon mal die Modellbezeichnung, ein erstes Produktbild des E-Book-Readers und wir sehen, dass der E-Book-Reader zwei Auszeichnungen erhalten hat. Einmal ist er Testsieger bei Computerbild und ein Gut bei cme.at. Auf der Rückseite finden wir Bilder von den Produkteigenschaften und eine Kurzbeschreibung in 10 Sprachen. So, let's see what's up inside. Natürlich ist der E-Book-Reader selbst drinne. Ein Quick Start Guide. Eine Garantiekarte. Eine Karte mit den Rechtsbelehrungen und natürlich ein USB-Kabel. Das passende Zubehör zum E-Book-Reader werden wir euch die Tage in einem separaten Video vorstellen. Schauen wir uns mal den E-Book-Reader etwas genauer an. Wir haben hier ein 6 Zoll großes E-Ink-Display, welches multitouchfähig ist und 16 Graustufen darstellt. Außerdem haben wir ein integriertes Wi-Fi-Modul. Der E-Book-Reader unterstützt viele Formate, unter anderem PDF, EPUB, RTF, DOC und TXT-Dateien. Die Akkukapazität beträgt 1100 mAh und reicht somit für rund einen Monat Lesespaß. Hier befindet sich noch ein Aufdruck der Modellbezeichnung. Hier haben wir die Startseitentaste, hier können wir zurück- und vorblättern, hier ist eine Menütaste und eine LED. Unten am Gerät finden wir den Klinkenanschluss, den Micro-USB-Anschluss, einen Reset-Knopf, den Schacht für eure Micro-SD-Karte und den Power-Button. Machen wir das Gerät einmal an. Wie ihr sehen könnt, startet der Assistent, der euch bei der Ersteinrichtung des Gerätes hilft. Hier wählen wir die Sprache aus, in unserem Falle Deutsch. Hier kommen gleich die Lizenzvereinbarungen, die wir akzeptieren. Und schon befinden wir uns im Homescreen. Im E-Book-Reader befinden sich schon 500 E-Books, darunter haben wir 150 in deutscher Sprache. Machen wir mal ein E-Book auf. So schaut das Ganze schon mal aus und hier unten könnt ihr ganz bequem blättern. Falls ihr die Schrift verändern wollt, geht das ebenfalls sehr leicht. Ihr drückt die Einstellungstaste, dann geht ihr auf Einstellungen und hier habt ihr verschiedene Optionen, um eure Schriftgröße oder Schriftart zu verändern. Gleich seht ihr die wichtigsten Daten kurz zusammengefasst, also bleibt dran. An dieser Stelle möchten wir uns nochmals bei Legalo bedanken. Den Link zur Firmenhomepage und weitere Informationen findet ihr wie immer unten im Infokasten. Bis zum nächsten Mal, euer Eagle Eyes Team.